The Real Dudley fragt Beatsmeet: Wenn ihr ein Restaurant aufmachen müsstet, was würdet ihr anbieten und warum? Tja, also wenn ich ein Restaurant aufmachen würde und da ich kein guter Koch bin, würde ich wahrscheinlich eine Fastfood-Kette aufmachen. Und da es halt aber schon so viel gibt wie KFC oder Burger King, die alles so in Richtung Chicken machen, mache ich nur Sachen aus Schwein. Ja, es gibt dann Pig Nuggets zum Beispiel. Oder den... Irgendwie so. Ihr versteht das Prinzip. Also entweder so bürgerliches Zeug, Kartoffelgratin und all solche Sachen. Oder, das wäre die komplett andere Richtung, wären so kohlenhydratärmere Sachen, die man sich liefern lassen kann. Die aber auch gerne schmecken. Wo du dann, naja, wobei, wo, wenn du was bestellst und dann weißt du nicht, was du bekommst, ist auch scheiße. Aber eins von beiden. Weil, also, ich glaube hier auf unserer Straße, die hier in der Nähe ist, ich glaube, da sind, warte mal, 1, 2, 3, 4, ich meine 5 Pizzerien sind da. Also, das, Pizza, nee. Ich bin halt schon, also entweder eine mediterrane Küche ist geil oder einfach wirklich gut bürgerlich. Aber daher auch lecker. Ja, das wären so meine beiden Sachen, die ich halt machen würde, weil ich sie halt auch selber sehr, sehr lecker finde. Eine Fusionsküche zwischen vietnamesischer und französischer Küche. Das stelle ich mir geil vor. Oh, wir wollten doch, also ich wollte ja eigentlich mit Nina zusammen, ich bin ja der Pommesmann, also es hat auf jeden Fall was mit Pommes zu tun. Es gibt auf jeden Fall geile Pommes auf sehr, sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Nina, war Nina die Burgerfrau? Ich glaube schon. Was war denn das letztens nochmal? Also wir hatten irgendwann mal ein Pizza mit Kocht, wo wir auch sogar den Namen hatten und so. Ach, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, es würde ein Fastfood-Imbiss werden, beziehungsweise Fastfood-Restaurant. Und das wäre ganz nice, das würde super werden und ganz, ganz high-class. Und ja, so ein bisschen so wie das Frittenwerk. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, so vom Konzept und so dahinter.